Sie wirft Bomben auf Ziele in Syrien und schießt Mittelstreckenraketen von Kriegsschiffen im Kaspischen Meer ab, die über den Iran und den Irak Richtung Syrien fliegen. Die russische Armee hat ihre Luftangriffe in Syrien deutlich ausgeweitet, um die Bodentruppen von Machthaber Bashar al-Assad zu unterstützen. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht von einem abgestimmten Vorgehen. Ziele seien Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, IS, und anderer Terroristen. Doch der Westen bestreitet das. Mehr als 90% der Angriffe, die wir bisher gesehen haben, zielten nicht auf IS oder mit Al-Qaida verbündete Terroristen. Sie zielten vor allem auf Oppositionsgruppen, Gruppen, die eine bessere Zukunft für Syrien wollen und nicht wollen, dass das Assad-Regime an der Macht bleibt. Und nicht zuletzt Gruppen, die der Westen unterstützt. Menschenrechtler berichten, die Russen hätten zwar auch ein Waffenlager angegriffen, aber hier in der Nähe von Aleppo wurden unter anderem zwei Frauen und ein Kind getötet. Die NATO klagt, russische Kampfjets würden den Luftraum der Türkei absichtlich verletzen und damit den Luftraum des gesamten Militärbündnisses. In Syrien haben wir eine besorgniserregende Eskalation der russischen militärischen Aktivitäten beobachtet. Russland und der Westen verfolgen in Syrien unterschiedliche Ziele. Das zeigt auch ein Zwischenfall, der aus dem Pentagon verlautet. Zwei F-16-Kampfflugzeuge der US-Streitkräfte mussten demnach beidrehen und konnten ihr vorgesehenes Ziel nicht angreifen, um nicht zu nah an russische Flieger zu kommen.